hast mich überholt. Warte. So. Warte, ich habe auch noch in der Mitte Platz. Ja, komm. Mach ich. Oh, nö, hau bloß ab, Puppi, ey. Du kannst hier nicht kuscheln, Doch, komm. doch, doch, du musst nur richtig weit Ding fahren. Wenn du richtig weit rechts ist, dann wird es Lumpi, mach Platz! Ja! Nein! Soll ich jetzt mal eure Reaktion testen, nämlich einfach mal quer auf die Autobahn stellen? Ach, da bremst sie und fahr in dich rein, wenn sie unterwegs. Hallo, liebe meine Freunde, herzlich willkommen hier zum dritten Teil, oder was heißt der dritte Teil in Ja. dieser Session, ja, von 1 Million Kilometer für den guten Zweck. Hier ist wieder LP John Myers mit Charity Gamer Crew. Hallo Leute! Hallo! Hallo! Hallo. Wer war das? Achtung, LKW von hinten, ein oh, ja. Deutscher. Ja! Ach, wie gut bin ich neutral. Ein Deutscher. Ja, Schweizer ist es nicht. Erich Grell. Okay. Schweizerdeutsch ist das. Darf ich kurz mal eine Frage stellen an den Fotografen? Hast du Fotos gemacht? Noch nicht. Ja. Achtung, Einfall kommt bräuchte noch ich für einer die von der neuen NBN Spezialedition. Ah, okay. Können wir zusammen. Lumpi, ich ja. hab's gesehen. Nee, ich bin nicht hängen geblieben. Da hat er noch ein Blatt Papier Platz zwischen. Aber nur ein Blatt. Also Bildseite. Ja. Ein Löschblatt, ha? Ja, Bildzeitung hat nicht mehr passt. Nee, höchstens irgendwie gesagt eine Seite davon. Pupi macht gar keinen Blödsinn. Ich glaube, ich muss hinter Lumpi fahren. Ja, auf nee, jetzt! Nee, 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 ich war schon dran. Nein, ich du war warst. Schon dran. Da ist aber nichts passiert. Obwohl, der Pupi hat ja schon seinen Blödsinn gemacht, der hat sich verfahren heute. Ja, genau. Ja. Ja, toll. Und das hast du wieder nicht aufgezeichnet. Ja, da war ich ja weit weg. Ich habe ja Wende in zwei Zügen gemacht auf der engen Straße, weißt du? Ja. Ja. Aber du, ich habe Wenden auf der Autobahn in einem Zug gemacht. Ja, auf der Autobahn. So, mal ein bisschen Spannung hier reinbringen. Geh weg! Scheiße! Boah, ich dachte schon, er will mir das rüberdrücken. Pupsi! Nein, das war nicht Absicht, du hättest es vorne wegschauen sollen. Ja, du warst ja bloß im Rückspiegel schauen. Ich hab doch keinen. Oha. Eben. Da ist doch schon mein letztes Manöver abgefahren worden. Ja, so. Wir sind wieder beim leidigen Thema Rückspiegel. Ja, Lumpi. Kurze Frage an euch zwei hier vorne, wie schnell fahrt ihr eigentlich? Also ich bin bei 73 eingeloggt. Ich 74. Ich fahre gerade schon? Aktuell geh weg, 87. Hau ab! Nein! Du hast mich schon geärgert. Nein, nein. Lumpi, schau mal in den Rückspiegel. Siehst mich? Siehst mein Finger? Warte, ich komm näher. Denk an, ihr müsst gleich abfahren, ne? Genau, dann kannst du noch den Kaugummi hinten am Nummernschild abplatzen. Letztes Mal noch. Habt ihr mitgekriegt? Ja, haben wir mitgekriegt. Abfahren. Gut. Und es ist nur einspurig. Nicht kriegen, bekommen. Weil Krieg ist vorbei. Dann los, ja, komm. Abfahren! Nein, fahr! Jetzt will man dich Nein. vorbeilassen Nein. und dann so eine Scheiße, ey. Ja, ich muss dir ärgern. Pupi fährt vernünftig heute, das geht nicht. Also deswegen muss ich jetzt dich ärgern. Oh, ist das, Johann wirklich, Depp, sag ich dann nur. Ist das wirklich Pupi, der da fährt? Ja. Nein, das ist ein Avatar. Ich schätze eher, es ist seine Tochter. Nee, Leica fährt. Ach, Leica fährt, ja. Der Hund. Oh, die ist so tiefenentspannt, ja. Leica ist der Hund, oder was? Ja. 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 Ah, deswegen. Leica ist doch nicht entspannt. Leica ist doch eigentlich so ein Fotoapparat, oder? Nein, Nokia. Er hat's aber auch mit die Marken, der Kalle. Ja, aber es ist tatsächlich richtig, stimmt, ja. Tatsächlich richtig. Leica war das erste Lebewesen. All. Ja. Okay, den Alf oder was? Nein! Die Leica Russen. War ein Hund. Die Russen haben den ersten Hund nach oben geschickt und es war ja, das war auch ein Leica. Hund und hat Leica geheißen. Echt?
Weil Leica ist ja typisch russischer Name. Darum hat die den Spitznamen Apollo. Ah, Dalton. Kommt aber nicht von Apollo Optik. Ja, aber man muss halt aufpassen, nicht, dass ihr mal über Gleise lauft beim Spazierengehen. Bei Apollo kommt Apollo 13. Nicht steht beim Dies ist ein sehr schneller Zug. Bist du geschnappt über? Ja. Ja. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Dies ist ein sehr schneller Zug. Ein sehr schneller Pferd, ja genau. Dies ist ein sehr schneller Zug, voll geil. Und dann die Einblendung, wie sie auf diesem Wagen sind, wo man links und rechts so hebeln muss. Ja. Dresine. Wie heißt das Ding? Dresine. Ja, Kari, jetzt hast du den Vogel gerade abgeschossen. Scheiße, das Quietschen. Jetzt wissen sie, wie unser Bett klingt, verdammt. Aber doch schon seit den letzten 15 Jahren nicht mehr. Hast du eine Ahnung? Naja, so von wegen Geräusche. Wir ich sind... mache das auch gleich. Könntest du das Geräusch nochmal machen, bitte? Warum? Ich höre es so gern. Ja. Iku. Das klang jetzt aber wie ein Esel. Ja. Hast du noch nie Werner geguckt, oder was? Was soll ich mit Werner? Es wird dann besser. Nein, das wird genau. Sag mal, fresst ihr meine Kohlen? Nein, heute nicht. Ich wollte die Wart mit Biersuppen hier. Eben noch kurz in die Flasche gucken, wie spät es ist. Genau. Ja, jetzt ist er soweit. Kalle. Ja. Was hast du denn auf der Uhr? 77, 80, hast, glaube ich, beschleunigt offensichtlich. 19.13 Uhr habe ich auf der Uhr. Ich bin eingeloggt bei 74. Ich habe 90 geteilt durch 14. Sagt das was? Ich habe 89 plus. Wir wollten jetzt nicht dein Alter wissen. Ich geb dir gleich meinen Freund. 89 plus. Ja, geil. Ja, ich muss nach dieser. Ich habe heute schon 10 Videos abgedreht. Ja. Ich muss, also wollen wir gar nicht wissen, das sind deine Privatpornos. Nein, Entschuldigung. Oh Mann, Let's Plays. Kalle, ab und zu einfach mal ein bisschen seriös bleiben, gell? Sorry. Nicht immer alles ist alles scheiße. So, auf alle Fälle nach dieser Tour ist auch fertig mit Ding. Ich muss meine Stimme wieder schulen. Ja. Die fangen schon wieder an zu spinnen. So, und jetzt muss ich Lupinski mal ein bisschen auf den Sack gehen. Oh, nicht schon wieder. Dann können wir bitte da noch ein Abschlussfoto machen? Weil nein, guck mal aus dem Fenster. Siehst du mich? Nö. Schau, wir fahren gleich schnell. Jetzt hast du mich überholt. Warte. So. Warte, ich habe auch noch in der Mitte Platz. Ja, komm. Mach ich. Oh, warte. Nö, hau bloß ab, Puppi, ey. Kannst hier nicht kuscheln. Doch, fahren. doch, du musst nur richtig weit Ding fahren. Richtig weit rechts, dann wird es da. Lumbi, mach ja. Platz. Nein. Genau. Genau. Soll ich jetzt mal eure Reaktion testen, nämlich einfach mal quer auf die Autobahn stellen? Ach, dann bremse ich und fahre in dich rein, wenn der Weg nicht reicht. Ach Mann, Lumbi, du hättest schon mitmachen können. Es geht doch alles. Platz ist genug da. Wir haben doch fast 3 Spuren hier. Mann. Gut, dann wird, wenn es was gibt, nicht bezahlt. Dann kommt Kuscheln jetzt mal. Nein, das hat keinen Bock mehr. Aber jetzt müssen wir abfahren. Ja, jetzt erst würde ich mitmachen. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. So. Gut, dann nach der Kurve ist mir nein, dann ist vorbei jetzt. Jetzt bin ich der Drake. Drake, dafür kann man dich ärgern. Ui, der leckt ja. Alter, hat der gerade. Ja! Ja, spielt Lassie hat ein Eis. Ja. Lassie hat ein Eis, okay. Also, wie du merkst, mich kannst du nicht ärgern. Ich ärgere dich. Bordstation 48 Euro. Was? 48 ja. Euro? Was, willst du jetzt spenden? Das ist aber nett. Nee. Richtig, wenn wir herziehen. 30, 40, 45,
48. Gut. Ich bin ja jetzt gespannt, ob ich jetzt weniger ohne Trailer zahle. Weil ich habe ja drei Achsen weniger wie ihr. Nein, bezahlt trotzdem das gleiche. Weil es wird ja anhand von Kilometer berechnet. LKWs pro Achse. Ja, ja, das ist im Real Life so, aber nicht in der Simulation. So, ich habe jetzt noch 13 Kilometer. Ja. 48. Gut. Ja, ich bin auch schon bald am Ziel, in der Stunde 20 habe ich. Oh, mein Stimm. mein Heiß, oh Gott. Ja. Bin ich froh, dass ich heute alle Videos für diese kommende Woche abgedreht habe. Ja. Dann gibt es halt eins weniger von du ETS. Bist natürlich abgedreht. Ja. So, auf alle Fälle gleich mal vorne weg. Wer mitmachen will, bei einem Million Kilometer von gutem Zweck, einfach im Discord melden. Normalerweise immer sonntags, die letzten Wochen waren einfach scheiße, weil krank. Und ja, wenn Stimme nicht funktioniert, ist doof. So, ich muss hier runter. Wer ist eigentlich hinter mir? Lumpi. Ich glaube, das bin immer noch ich. Lumpi, soll ich bremsen? Ach, du bist ja weit weg. Mann, die hat so viel Schiss von mir. Alter. Ach, ich bin zu schnell wahrscheinlich, deswegen. Ich fahre jetzt direkt zum Abladen, ne? Ja, ja. Oder, oder machen wir vorher irgendwie noch Foto oder so? Ja, das wäre schön. Irgendwo nur eins machen, bitte. Weil... Mit LK, mit Auflieger oder was? Ja, nee, wir fahren immer gleich zum Ding, Schatzi. Wer hat vorhin eine Möglichkeit gehabt, die wurde ausgelassen, dann muss halt die alten Bilder nehmen. Für die Thumbnails. Ja gut, es sind jetzt bis drei Folgen, oder? Ja, drei Folgen. Erster Aufenthalt in Felicia. Heißt dann wohl noch Garage kaufen hier. Ja, das Problem ist, ich bin immer noch arm dran. Ich habe nur 80.000. Ich kann immer noch eine Garage mir leisten. Lieber arm dran, wie arm ab. Richtig. Genau. Weißt du, was komisch ist? Wenn du noch alle Finger hast, bist du arm ist ab. Das ist ein bisschen komisch. Dann steckt man sie irgendwo. Lepra. ja, scheiße. Ich hab Lepra, macht nichts, kannst spalten. scheiße. Verdammt mich. Muss doch mal reinschieben. Götti, Götti, ja. Du fährst auch MAN. Ja, du hast mir nachgebaut. Hab ich gar nicht. Doch, weißt du das nicht mehr? Ich hab gesagt, nein, ich hab MAN. Okay, ich brauch auch einen. Ui, ihr kommt aber, ja alle hier jetzt vorbei, oder? Aber meiner schaut besser aus als deiner. So. Das war knapp. Sind wir eh schneller durchgekommen wie gedacht. Obwohl wir am Anfang den Fehler hatten. Ich hab's aber heute mit dem Rangieren, boah, meine Güte. Echt? Du brauchst doch gleich nicht nur rückwärts fahren. Ja, jetzt. Du weißt, woran das liegt? Da an den schwarzen vorderen Felge. Da erkennt man nicht, wo fängt der Reifen an, wo nicht. Weißt du, was ich meine? Deswegen. Quatsch. So, ich bin fertig. Ja, dann fahren wir weg da. Hopp, hopp. Hup, hup. Schön, wie es da steht. Wo musst du hin, John? Auch da rein. Oh, Lubitzki. Ach gut, dann fahr ich mal vor. Dann haben wir das nicht mit dem durchfahren. Ach du, das ist alles gut, alles gut, alles gut. Ah, da sind sie ja alle versammelt. Götti, bist du am Knipsen? Oh Gott, jetzt stelle ich mich auch blöd an, nur weil jetzt ich so doof hingefahren bin. So. Oh, ich muss unbedingt wieder mehr ETS fahren. Fahre in letzter Zeit zu wenig. Krieg das mit dem Einparken schon gar nicht mehr hin. So ein Scheiß, oder? Ja. Ich komm kuscheln, Kerry. Stellen wir uns denn jetzt noch so nebeneinander, oder? Ja, ja, das machen wir schon noch kurz. Ach, jetzt bleibt ihr da hinten stehen, oder? Weil der Götti und ich stehen hier am Zaun. Ne, wir müssen erst warten, bis der Hammer fertig ist. Aber gut, das verdient Hammer.
Null Schaden. 13.000. Okay, komm, komm, Carrie, gehen wir auch mal zu den Männern kuscheln. Okay. Wo wollt ihr jetzt hin zum Kuscheln? Keine Ahnung, da wo es schön aussieht. Schön, bei mir regnet es überall. Das schaut wirklich schön aus. Wir haben hier Sonnenuntergang. Das wird ein geiles Bild. Also jetzt müssen wir bloß sagen, wie ich mich hinstellen soll. Also so, okay. Am besten ganz weit nach rechts. Okay, warte. Du meinst links, oder? So weit wie möglich, okay. Damit du nicht mehr auf dem Bild bist. Nein, Quatsch, das kommt dahin. Geht's jetzt? Passt's oder noch weiter? Noch so. Hab ich dich. Ich hab dich. Aber du alleine. Na, bei solchen Gruppenknuddeln hier. Bei solchen Freunden braucht man echt keine Feinde mehr. Hey. Ja, John, deswegen hast du hier doch uns angelacht. Ihr habt mich angelacht. Ja. Du hast uns angelacht und gefragt, habt ihr euch hier, habt ihr euch mal die Yacht rechts angeguckt? Das Riesenbohrschiff, ja. Losta Cuminosa. Aha. Boah, das war cool mit der Sonne. Hast du gemacht, oder? Götti? Ja, das Schiff schaut schon geil aus. Richtig geiles, großes Passagierschiff. Ja. Und dann die Brücke im Hintergrund, das ist... Oh, ich stehe blöd. Keiner sagt, dass ich doof stehe, weißt du? Du stehst blöd. Ja. Der einzige Tracker, du stehst du. Tracker, du siehst so scheiße aus, ne? Wie war das noch? 10 Cent für die Fracht? Ja. Ja. Drin. Was macht der Tracker denn jetzt? Ja, Dummheiten wie immer, was sonst? So. 10 Cent für die Fracht? Gut. So. Haben wir das Rückwärtsgang raus. Ja, das was? Hab ich noch einen gestellt. Rückwärtsgang drin? So, jetzt. So, gut, Leute. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei nächste Woche wieder. Und sorry, dass es diese Woche nur 3 Teile sind, aber meine Stimme muss noch ein bisschen geschont werden. Aber ich denke mal, in 1-2 Wochen geht es auch wieder. So, dann... Danke, Fotos sind im Kasten. Genau, dann bedanke ich mich beim Kistenkalle, dass er diesmal dabei war. Ich hoffe, das macht er jetzt öfters, wenn er sonntags nichts anderes zu tun hat. Nächste Woche wird wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger. Okay. Müsste ich nachkommen. Gut. Kriegen wir schön. Okay, gut. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.